das haben wir schon 100-mal durchdiskutiert. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Wasserstoff muss in den Verkehrsbereich rein. Weg von diesem Denken, was bringt es für mich? Warum müssen wir das irgendwie alle machen? Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und herzlich willkommen zu einer sozusagen neuen Ausgabe von Das Wort zum Freitag oder Julians Worte zum Freitag, nennt es wie ihr wollt. Für mich sind es die Worte, die Gedanken zum Freitag. Ihr wisst, in dieser Serie teile ich mit euch jeden Freitag oder fast jeden Freitag so ein bisschen das, was mich in dieser Woche aus der elektromobilen Welt am meisten irgendwie beschäftigt hat. Und heute ist es auch eine Art Teaser, denn ihr wisst, dass wir jeden Sonntag um 19.30 Uhr eine Live-Sendung für euch machen. Und an diesem Sonntag werden wir einen ganz außergewöhnlichen Gast bei uns begrüßen dürfen. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig. Ich habe gerade mit ihm nochmal telefoniert, um die Sendung ein bisschen weiter vorzubereiten. Ihr wisst, dass wir schon viele, viele Gäste bei uns hatten und wir freuen uns auch wahnsinnig darüber, über Gäste. Und dann gibt es aber immer wieder Gäste, auf die man sich irgendwie ganz besonders freut. Und Gäste, die irgendwie ja auch mir selber und sicherlich auch dem Steve und vielleicht auch euch da draußen nochmal so einen Push geben und sagen so, es ist klasse, es ist richtig, wofür wir arbeiten, es ist vernünftig, was wir tun und die Energie und die Zeit und auch das Geld, was wir da rein investieren, das ist gut angelegt. Ein Gast, über den wir schon gesprochen haben, wir haben über ihn schon gesprochen und er wird jetzt am Sonntag live bei uns in der Sendung dabei sein, deswegen freue ich mich wahnsinnig darauf und ich will noch nicht zu viel verraten. Ich möchte euch sagen, bitte merkt euch diesen Termin diesmal am Sonntag 19.30 Uhr gleich doppelt in eurem Kalender vor, denn diese Sendung, die solltet ihr nicht verpassen. Und ihr wisst, ihr könnt ja in unseren Live-Sendungen auch immer teilnehmen, nämlich entweder ganz einfach über den Live-Chat oder wenn ihr Kanalmitglieder seid, dann natürlich auch über den Discord und direkt Fragen an ihn stellen. Ich will aber versuchen, das Thema, warum es gehen wird, ein bisschen nochmal mit meinen eigenen Gedanken zu versetzen. Und zwar geht es eigentlich darum, wie gehen wir, ich habe es ja neulich schon mal so ein bisschen thematisiert, wie gehen wir eigentlich in Deutschland, ich habe so das Gefühl, mit dem Thema Zukunft um. Und wie wichtig ist es uns, dieses Land, diese Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Ihr wisst selber, ich bin Lehrer, ich komme mit diesem Thema Zukunft natürlich jeden Tag in Verbindung, weil ich stehe ja und sitze ja ständig in Klassen und arbeite in Klassen mit Schülerinnen und Schülern, die ja unsere Zukunft sind. Und wir Erwachsene haben auch nochmal die verdammte Verantwortung, die Zukunft der uns Anbefohlenen sozusagen auch zu gestalten und mitzugestalten und dafür zu sorgen, dass die auch eine vernünftige Zukunft haben. Und da muss man dann auch mal das ein oder andere in Kauf nehmen, was einem vielleicht nicht schmeckt, was einem vielleicht auch Arbeit macht oder was einen Geld kostet, was einen aus der Komfortzone irgendwie rauszieht, weil wir diese Verantwortung haben. Ich bin selbst Vater, ich habe zwei Kinder, die sind zwar schon mehr oder weniger erwachsen und trotzdem habe ich auch für die Verantwortung logischerweise nach wie vor, denn die leben noch wesentlich länger auf diesem Planeten, als ich das wahrscheinlich tun werde. Und dieses Thema Verantwortung zu übernehmen, den richtigen Zeitpunkt zu erfassen und die Dinge zu tun, die nötig sind, das ist so der ganz große Rahmen für das, was wir am Sonntag ganz wichtig zu besprechen haben und unbedingt darüber reden müssen. Die Kamera ist schief, ich mache die mal ein bisschen gerade. Und natürlich geht es in dem speziellen Fall um Elektromobilität. Und Elektromobilität, das wisst ihr alle, die fällt nicht vom Himmel. So wie das bei Zukunft allgemein ist, dass die irgendwie nicht vom Himmel fällt, sondern dass man sich irgendwie darum kümmern muss. Die Zukunft wird so wie, das ist zumindest meine Ansicht, die Zukunft kann so werden, wie wir sie gestalten. Und da kann man auch als Einzelner eine ganze Menge für tun, vielleicht mehr als manche denken.
viele mögen sich vielleicht zurücklehnen und sagen, ja, was kann ich schon tun und was ist denn eigentlich mein Impact, den ich irgendwie leisten kann. Aber ich glaube, dass ihr das wisst, dass jeder von uns eine Menge irgendwie tun kann dafür. Gerade in Zeiten von sozialen Netzwerken und auch das, was Steve und ich hier machen mit dem YouTube-Kanal und so weiter. Man erreicht einfach so unfassbar viele Leute heute, dass man nicht mehr sagen kann, ich kann ja irgendwie gar nichts ausrichten, ich kann gar nichts machen. Und wir werden, wie gesagt, am Sonntag mit einem Menschen sprechen, der voll ist von Energie und voll ist von Handlungsdrang, diese Zukunft verdammt nochmal zu gestalten, obwohl er selber gar kein Elektroauto hat. Das finde ich sowieso ganz besonders cool, dass jemand sich so dafür ins Zeug legt, dass dieses Land den, ja, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, den Arsch hochkriegt und sich bewegt und endlich Zukunft macht. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt schon der letzte Zweifel oder die letzten Überlegungen oder die letzten Probleme auch schon irgendwie gelöst sind, sondern zu sagen, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und wir erleben das ja leider heute an so vielen Stellen, dass wir da zu zögerlich sind und dass wir irgendwie, weiß ich nicht, nicht aus dem Tritt kommen und immer wieder irgendwo das kleinste Haar in der Suppe suchen, nur um erstmal nichts tun zu müssen. Und das ist ja das, was ich neulich schon mal in einem Wort zum Freitag gesagt habe und was mich auch in dieser Woche wieder so beschäftigt hat. Wir müssen endlich was machen, wir müssen endlich was tun und wir müssen vor allem irgendwie weg von diesem Denken, was bringt's für mich? Und was ist jetzt für mich daran so besonders geil, sondern wir müssen irgendwie mal hinkommen und sagen so, was bringt es uns allen? Was ist für uns alle irgendwie so wahnsinnig wichtig? Warum müssen wir das irgendwie alle machen? Viel mehr habe ich an der Stelle ehrlich gesagt gar nicht zu sagen, weil, wie gesagt, dieses Video hier, dieses Wort zum Freitag, diese Gedanken, die habt ihr so in ähnlicher Weise auch schon von mir schon mal gehört. Es soll ein kleiner Teaser, eine kleine Werbung, eine Einladung für euch sein, am Sonntagabend 19.30 Uhr bei uns einzuschalten und zuzuhören und mitzudiskutieren und mitzusprechen. Wenn es mal wieder um das Thema geht, Alter, Zukunft kommt nicht von alleine, sondern Zukunft, die haben wir verdammt nochmal einfach zu machen. Die Fakten liegen auf dem Tisch, was wir zu tun haben, das liegt auf dem Tisch. Wie wir es machen können, liegt genauso auf dem Tisch. Da muss man nicht mehr lange drüber diskutieren. Vielleicht das noch. Ich habe in dieser Woche wieder mal so einen Artikel lesen müssen, in Anführungszeichen. Von wem kam der eigentlich? Vom TÜV oder vom Rheinland? Irgendwas. Da ging es schon wieder um Wasserstoff. Und da kriege ich schon wieder so einen Hals, wenn ich dann schon wieder höre, Wasserstoff muss in den Verkehrsbereich rein. Alter, das haben wir schon 100-mal durchdiskutiert, dass wir den Wasserstoff erstmal irgendwo anders brauchen und dass es wesentlich sinnvoller wäre, den Wasserstoff an anderer Stelle erstmal einzusetzen. Ich akzeptiere ja voll und ganz, dass uns andere Länder da schon wieder jahrelang voraus sind. Also China zum Beispiel ist ja beim Thema Wasserstoffnutzung, Brennstoffzelle voraus, Japan ist uns voraus, aber ja, ob wir das wirklich so, also ob wir es im Verkehrsbereich brauchen, ich will es mal da runterbrechen, das ist irgendwie die Frage. Da habe ich immer so ein ganz riesengroßes, ganz dickes Fragezeichen. Ja, dieses Land muss wettbewerbsfähig bleiben. Ja, es werden in den herkömmlichen, traditionellen Industriebereichen werden Arbeitsplätze wegfallen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Ich habe gerade eine Fraunhofer-Studie dazu gelesen. Es wird Arbeitsplatzverluste geben und wir müssen an diesem Thema dranbleiben und wir müssen auf vielfältige Weise am Thema dranbleiben. Dazu gehört natürlich auch Wasserstoff, Brennstoffzellentechnik. Wir müssen aber mal klar und deutlich sagen, wo wir das einsetzen werden und wo nicht. Und da ist der Verkehrsbereich wahrscheinlich der Bereich, der da am wenigsten von betroffen sein wird. Weniger als viele, viele Leute denken, sondern der batterieelektrische Antrieb hatte einfach brutale Vorteile und die gilt es jetzt einfach mal zu heben. So, also vielleicht jetzt ein bisschen konfus und vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen zusammenhangslos, was ich euch jetzt hier so mitgeteilt habe. Wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntagabend. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und an alle, die bisher immer noch überlegen, ob sie handeln sollen, können, müssen oder keine Ahnung wie, macht es jetzt. Setzt euch jetzt ran, handelt jetzt.
kriegt euren Hintern hoch für dieses Land, für die Zukunft, für unsere Kinder. Handelt, werdet aktiv, kauft euch ein E-Auto, baut eine PV-Anlage, holt euch energiesparsame Technik, soweit ihr es finanzieren könnt und so weiter und so fort. Denkt nicht immer drüber nach, sondern macht es einfach mal. Dann wird es auch in diesem Land vorangehen. So, das soll es für heute gewesen sein. Danke für euren Support. Danke, dass ihr das Video angeguckt habt. Und wenn ihr noch ein Abo hinterlasst, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr es schon gemacht habt, danke dafür. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann und ein Abo jetzt hinterlasst, wäre super. Freuen wir uns wahnsinnig drüber, weil euer Support ist unser Applaus. In dem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und nicht vergessen, Sonntag 19.30 Uhr. So, und warum hubbelt's hier? Weil ich nehme mich gerade mal wieder hier, ihr merkt schon und ihr hört es vielleicht, mit dem Cezero dabei bringen, jede Menge Gartenmüll wegzubringen. Ich bin immer noch total fasziniert von diesem Auto. Okay, aber das ist wahrscheinlich auch schon eins der letzten Videos aus dem Cezero gewesen sein. Alles klar, wir sehen uns Sonntag. Ciao.